Mech City Brawl. So. Audio. Warum kann ich die anderen nicht hören? Dankeschön, Spiel. Kleinen Moment, das muss auch noch. Was ist jetzt zu leise? So, also beginnen wir einfach schon mal. In Override Mech City Brawl geht es praktisch darum, wir sitzen in einem Mech und kämpfen gegen Monster. Das Ganze erinnert an die alten Godzilla-Spiele, die ich nie gespielt habe, weil ich damals absolut kein Interesse an Godzilla habe, so wie jetzt auch. Aber ich feiere immer noch dieses eine Godzilla-Spiel, wo man gegen andere Monster gekämpft hat. Und das Coole war halt, man konnte die Stadt zerstören und es war einfach cool. Das nächstbeste, was daran kommt, sind die Budokai Tenkaichi-Spiele von Dragon Ball. Und ja, und seit Dezember letzten Jahres gibt es Override. Das Ganze gibt es mittlerweile für echt wenig Geld. Und im Story-Modus kämpfen wir gegen Monster, was wir jetzt auch tun werden. So, was nehmen wir denn Schönes? Was haben wir denn da? Ein Roboter? Das. Was ist das? Das sieht aus wie eine Katze. Kann ich die. Kann ich nicht. Kokada, was ist das? Crystal. Sieht das wie Mechagodzilla so ein bisschen? Shifu. Roka, Steke, der klassische, so eine, Countessa, Vintage, wieder, Skado, wahrscheinlich ein Witz auf Mia, Crystal sieht cool aus, aber Mia ist, sieht aus wie, nehmen wir Countessa, bereit, geht's weiter? Oh, gedrückt halten. Ah, Sitze kann ich nicht auswählen. Ah. Was auch ganz interessant ist an dem Spiel, wir können mit mehreren Spielern spielen, gegeneinander. Wir können aber auch mit bis zu 4 Spielern in einem Mech sitzen. Das heißt, ein Spieler kontrolliert die Beine, 2 Spieler jeweils. Einer davon einen Arm und ein Spieler gänzlich die Kamera. Klingt absolut absurd, aber klingt auch absolut lustig. Und wir können halt hier unsere Mechs auch ausstatten mit Waffen und alles Mögliche. Da gibt es einiges. Aber beginnen wir mal. Ab nach Japan. So. Hallo, ich bin Walter Fox von CDN Global News. Vor mehr als 2 Monaten tauchten diese riesigen Monster erstmalig auf und brachten Chaos und Zerstörung auf dem Globus. Da die United Defense Forces große Probleme haben, sich gegen diese sogenannten Xenotypen zu behaupten, müssen wir uns Folgendes fragen. Wer sind diese Monster? Woher kommen sie? Und wer sind sie? Wer wird sie aufhalten? In einer CDN-Exklusivreportage werden wir Ihnen heute Abend eine dieser Fragen beantworten. Wir berichten live aus den evakuierten Straßen von Tokio, wo sich angeblich Helena aus der beliebten Mech Battle League vorbereitet, den Monstern die Stirn zu bieten.
Wie ihr seht, es gibt keine Synchronisation. Also kann ich wieder. Yay. Diese Monster kennen nur Schmerz und Vernichtung. Und ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Also lass mich dich von deiner leidvollen Existenz erlösen. Ich muss nichts weiter als dein Blutbad beenden. Wir werden nicht zulassen, dass noch mehr ihre Liebsten verlieren müssen. Ich möchte kurz anmerken, ich werde sicher nicht das Ganze weiblich vorlesen. Hauptsache, wir zerstören die Komp. Wie greife ich an? Kann ich nicht. Also, ich kann springen. Ich kann Schild machen und ich kann dashen. Ich auch einen Angriff. Also. Boah, ist das chaotisch. Okay, es sollte ein Tutorial geben, definitiv. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Okay. Also das ist treten. Das Gefühl, ich habe noch nie einen Brawler gespielt. Aber es ist übertrieben, wie schnell die Gebäude und wie die Gebäude kaputt gehen, okay. Aber schön, dass die Mission heißt sehr leicht und ich bin fast tot. Neu fortsetzen. Gibt's hier keine. Was habe ich jetzt gemacht? Kann ich. Oh. Habe ich. Nein. Nein, bitte sag jetzt nicht, ich bin down. Ich würde jetzt eigentlich sagen, hallo und willkommen zu Override Mesh City Brawler. Oh Mann. Ich habe bei der ersten Mission versagt. Bei der leichtesten Mission. Hallo, ich bin Walter Wald. Bla bla. Dankeschön, Spiel. Ich probiere es jetzt noch einmal mit ihr, sonst nehme ich einfach einen anderen. So, es sieht doch schon mal vielversprechend aus. Zack. Aber ich finde es immer noch ein bisschen verwirrend, dass ich nicht mal weiß. Ja. Helena, hier spricht General Mavis, hören Sie mich. Hier spricht Helena Taranu. Was fällt Ihnen ein, meine Reinigungstermini zu unterbrechen? General Mavis, Strike Commander der UDF-Bodentruppen. Ihre Leistung hat mich sehr beeindruckt. Nur ganz wenige Piloten können es mit so vielen Xenotypen auf einmal aufnehmen. Wollen Sie einen Job bei uns?
Nur wenige haben den Mut, zu mir zu kommen, solange ich nicht ihre letzte Hoffnung bin. Was also ist ihr Begehr? Wir kämpfen um unsere Existenz und glauben, sie haben die Fähigkeiten, einiges zu bewirken. Ich will sie nicht verpflichten, für König und Land zu kämpfen. Sie sollen nur diese verdammten Monster daran erinnern, wer das gefälligste Volk auf diesem Planeten ist. Kommen wir ins Geschäft. Unsere Motive scheinen dieselben zu sein. Wir sollten diesen Pakt schließen, aber im Gedächtnis behalten, dass es keine Umkehr gibt. Grandios. Der Skylift ist schon auf dem Weg zu Ihnen. Willkommen im Rapid Response Team, Soldat. Interessant. Erhöhte Geschwindigkeit. Da wir sonst nichts haben. Ist nicht ganz das, was ich gedacht habe, aber ihr habt einen Krieg versprochen und jetzt stehen wir in der Arena, der Mech-Kampfflieger. Warum habt ihr mich hierher zurückgebracht? Sie sind jetzt auf der Militärbasis, Soldat. Es gibt nichts Besseres als die Low Orbit Command Center der League, um Mechs auf dem ganzen Globus schnell einzusetzen. Jetzt können diese Schrotthaufen endlich was Gutes in der Welt bewirken. Dank diesem Ort bin ich wieder in Verbindung gekommen mit jemandem, der für mich verloren war. Aber das werden Sie nicht verstehen. Von nun an werden Sie den schnellen Tod von oben bringen. Wir versuchen gerade den Aufenthaltsort der Haupthorde zu triangulieren. Doch wir erwarten eine Dauer von 10 Tagen, bis wir sie lokalisieren können. Ich bin so lange in der Werkstatt. Contessa braucht meine Aufmerksamkeit. Nicht so schnell, Soldat. Kleinere Gruppen von Xenotypen greifen Städte auf der ganzen Welt an. Sie können sich später mit ihrem Mech unterhalten. Sie wissen überhaupt nichts über mich und meinen Mech. Aber egal, auf dem Schlachtfeld werden wir so richtig lebendig. Sagen Sie uns, wo wir gebraucht werden. Ich schicke Ihnen die neuesten Notsignale. Reagieren Sie auf so viele, wie Sie können. Gut. Was können wir bei Forschung jetzt tun? Ah, da oben links. Ich könnte jetzt was machen, aber Mechbase ist klar. Was haben wir bei Waffenarsenal? Auch noch nichts. Okay. Zurück zu den Missionen. Tja. Gehen wir doch einfach mal nach Russland.